Willkommen zur Streckenvorstellung mit mir, Andres Santos, zum fünften Lauf der WTC Masters auf Imola mit dem BMW 320 SI. Wir starten unsere schnelle Runde hier auf der Geraden in Imola, fahren auf die erste Kurve zu, Topspeed etwa um die 240. Hier in die ehemalige Tamburello, eine Links-Rechts-Kombination hier. Im dritten gefahren, Heck wird unruhig, Auto ruhig halten hier, vierte, hoch in den fünften. Und kommen nun in die Villeneuve-Kurve, auch eine schnelle Links-Rechts-Kombination hier im dritten Gang gefahren. Muss hier mitten in der Kurve bremsen, sehr schwierig zu fahren. Ab in die nächste Kurve, eine Linkskurve, zweiter Gang, hier geht es dann bergauf. Heck wird, kommt hier rum, fahren nun hier bergauf, dritte, vierte, bis hoch in den fünften. Kommen dann in die nächste Kurve, eine dritte Gang Linkskurve, auch sehr schnell hier die Kurve. Liegt dem BMW sehr gut. Kommen nun in die Doppelrechts hier unten. Das ist die Acque Minerali. Oh, auch sehr schwer zu fahren hier. Schönen Curb innen treffen. Sauber fahren. Asphalt, Auslaufzonen. So weit wie es geht mitnehmen. Kommen nun in die Variante Alta. Hier schön den Curb mitnehmen. Schön sauber treffen. Nicht zu sehr kappen, sonst bestraft einen das Spiel auch mal ganz schnell. Und fahren nun schon runter auf die vorletzte Kurve hier. Die Rivassa-Kurve. Hier eine zweite Gang links, 90 Grad, gefolgt von noch einer links 90 Grad. Und fahren nun schon wieder auf Start und Ziel. Vollgas, und wenn man hier besser rauskommt, kann man auch vielleicht überholen. Und das war die Streckenvorstellung mit mir, Andres Santos.